Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Let's Play Let's Design Cities Skylines. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, der Blick auf dieses Autobahndreieck verrät, was wir heute vorhaben, denn ich möchte ganz gerne diesen Knoten ein wenig modifizieren, umbauen, neu gestalten, optimieren. Such dir einfach etwas aus, auf jeden Fall gehört er überarbeitet, denn ja, wir haben einen Rückstau, der leider hier beim Döblinger Zipfel immer noch bis auf diesen Knotenpunkt zurückreicht. Dem werden wir heute auf jeden Fall entgegenwirken und dann möchte ich dieses gute Teil noch ein wenig modifizieren, dass es etwas schöner aussieht, denn so gefällt es mir zwar von der Form her, aber eben der Wald gehört auch noch ein bisschen mehr dazu und dementsprechend werden wir uns um das kümmern. Aber davor möchte ich noch ganz kurz etwas machen und zwar, ich habe dieses Teil hier in der letzten Folge vergessen zu optimieren bzw. nachzurüsten und zwar habe ich das jetzt offscreen gemacht. Ich wollte das aber noch ganz kurz zeigen, dass das jetzt eben auch dabei ist und da werden wir das so machen. Dann haben die hier eben quasi Vorrang und hier ist es egal, weil so haben sowieso beide eine eigene Spur. Aber das machen wir dann auf jeden Fall so. Dann holen wir uns nochmal den Node Controller zu Hilfe und modifizieren das noch ein wenig. Da können wir gerne so auseinanderziehen und so auseinanderziehen. Und dann sollte das auch etwas flüssiger laufen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das darf dann gerne so bleiben. Man könnte jetzt sogar vielleicht noch das Teil hier strecken, Gefälle. Und dann sieht es auch, sieht nicht gut aus, weil das aufgrund des gestreckten, aber so sieht es besser aus, genau. Nicht strecken, sondern als Kurve deklarieren. Und dann klappt es auch mit der Auffahrt. Und siehe da, fast, hätten wir es jetzt gehabt. Da ziehen wir das noch ein Stückchen so. Dann versteckt sich das und ist auch eine brauchbare Autobahnauffahrt. Dann können die jetzt auch quasi hier rauffahren. Ich habe offscreen noch ein wenig den Kreisverkehr, ich will nicht sagen überarbeitet, aber ich habe ihm noch ein bisschen zugesehen, wo man noch etwas optimieren kann. Das haben wir auf jeden Fall gut in den Griff bekommen. Und ja, man sieht, das ist definitiv zu viel. Und da würde ich jetzt ganz gerne Folgendes tun. Und zwar, da machen wir mal ganz kurz Pause. Wir haben hier einen vierspurigen Teil, der sich eben aufdröselt. Auf drei Spuren gehen weiter und die vierte als Abfahrt bzw. als Verzögerungsstreifen, der dann in eine Autobahnabfahrt mündet. Und das Problem ist halt, dass die alle da hinein müssen. Was wäre jetzt, wenn wir nur für die Fahrzeuge hier die Möglichkeit anbieten, gleich hier hineinzufahren. Und zwar nicht über, wobei wir könnten sogar tatsächlich, ich mache das anders. Und zwar, wir haben hier zwei Spuren. Wir werden aber das hier auf drei Spuren upgraden. So. Warum? Werden wir gleich sehen. Ich hole mir jetzt den Node Controller. Zieh das ein bisschen. Da muss irgendwo noch ein Node sein. Ja, genau da. Den. Den. Und den, genau. Dann haben wir hier drei Spuren. Und hier brauchen wir 1, 2, 3, 4. Hier haben wir auch vier Spuren. Weil da geht es von 2. Ganz ein verwirrender Autobahnknoten. Ist egal, ich möchte mich da jetzt nicht zu lange mit dem aufhalten, denn ich brauche das auf jeden Fall einmal vierspurig und das hole ich mir jetzt auch. Ich habe hier vier Spuren. Ich habe hier vier Spuren. Das Teil hole ich mir. Und dann grade ich das mal hier ab auf das hier und das hier. Und das hier. So, dann holen wir uns den Node Controller. Sagen Strecken.
du auf das. Genau, dankeschön. Ja, das lassen wir so. Das kann man so lassen. Könnte man das sogar noch... Schau mal, das können wir sogar so machen. Dann ziehe ich den... Ja, genau. Dann sieht das gleich um einiges besser aus. Und hier können wir auf jeden Fall noch versuchen... Naja, wir können das schon. So. Ich ziehe dich nach hinten. Hol mir jetzt das Network Multitool. Nimm diesen Node hier weg. Okay, da haben wir eh schon gearbeitet und überarbeitet. Das stört mich gar nicht. Wenn das so aussieht, dann lassen wir das gleich. Das können wir noch ein Stückchen auseinanderziehen. Hier stellen wir jetzt gleich mal mit den Fahrspurverbindern ein, dass jeder in seiner Spur bleibt. Das machen wir hier auch. Hier auf jeden Fall auch noch. Okay. Die dürfen wechseln. Ah, Moment, das machen wir anders. Ja. Das strecken wir mal. Genau. So. Dann nochmal Fahrspurverbinder. Perfekt. Optimal. Und hier machen wir jetzt eine Ausfahrt. Genau. Auf dieselbe Höhe. Ja. Ich glaube, da... Ja, jetzt passt es wieder, oder? Ja, genau, das so passt das. Und jetzt möchte ich ganz gerne... Eigentlich könnten wir da sogar sagen, wir machen das so. Passt. Und verbinden jetzt die beiden. Mit dem hier. Und sagen jetzt ganz einfach von hier nach da. Ziehen wir ein bisschen auseinander. Jetzt habe ich es nicht gekauft. Immer auseinander. Gerne so. Gekauft das gute Teil. Nehmen hier noch die Bäume weg. Dann haben wir hier eine Abfahrt. Kann man das noch irgendwie... Ja. Ich glaube, so sieht es besser aus. Ja, passt. So machen wir das. Genau. Holen uns jetzt noch das hier, ziehen das daher. Das darf gern so aussehen. Da ist ein Node zu viel.
Ja. Das passt. Das gefällt mir besser. Einmal kurz Mausrad zu viel gedreht und das sieht echt eigenartig aus. Okay. Das war jetzt von mir leider ein Fehler, ein gewaltiger Fehler. Aber was wäre, wenn wir sogar sagen, wir machen das dreispurig aus, Ende. Da tun wir gar nicht lang überlegen, sondern setzen das hier an. Moment einmal, ich will das hier mit 0 haben. 0, 0, Dankeschön. Das passt auch. Jetzt nochmal den Node Controller. Ziehen wir ein Stückchen so. Dann passt das. Das gefällt mir so auch recht gut. Optimal. Und hier können wir jetzt dann doch sagen, links, rechts, gerade. Perfekt, dann haben die hier den, ja, den tatsächlich perfekten Abfahrtspunkt. Und hier geht's weiter. Und zwar genau. Wir holen uns das hier, sagen zuerst einmal das und dann von da nach da. Richtig cool. Ziehen das auseinander, ziehen ihn auseinander. Perfekt. Das darf gern so aussehen. Dann haben Sie hier die Möglichkeit, darüber zu fahren und in weiterer Folge dann da nach unten zu fahren. Und wir haben hier einen Autobahnabfahrtspunkt geschaffen und können uns jetzt weiter um das Teil hier kümmern. Gut, wenn hier die drei Spuren weitergehen, dann brauche ich hier vier, das haben wir. Diese vier Spuren öffnen wir mal ordentlich, sagen gleichzeitig von hier nach da, ziehen das. Das müssen wir auf jeden Fall auch noch besser machen, weil das sieht richtig ekelhaft aus. Ich wäre schon fast dafür, dass wir das hier komplett abreißen. Weil das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Was wir hier machen können, ist, dass wir den Node hier so ein bisschen auseinanderziehen. Auseinanderziehen. Das können wir so machen. Das können wir so machen. Das gefällt mir. Dasselbe können wir hier nämlich machen, indem wir das einfach da mal so rüberziehen. Das darüber ziehen. Da ist mir dieser Brückenpfeiler im Weg. Wir könnten natürlich auch sagen. Genau. Dann sieht das gleich um einiges besser aus. Das machen wir so. Das machen wir so. Ja. Dann klappt das mit dieser Auffahrt da nach hinten. Und wir haben hier eine dreispurige. Kommen aber nur mit zwei Spuren runter. Das bedeutet, wir nehmen uns das hier. Machen das so, drehen das gute Teil und
die Frage, wenn wir das jetzt so schauen lassen, können wir damit was anfangen. So müssen wir den zuerst einmal öffnen. Und dann sagen wir von hier nach da. Na, das schaut komisch aus. Dann sagen wir von hier nach da. Das wird nicht besser. Ja, so ergibt es einen Sinn. Wir machen das so. Dass wir das so anschließen. Drehen das jetzt. Und machen mit diesen Teilen hier eine Verbindung. Und zwar von hier nach da. Genau. Das machen wir so. Ziehen noch ein Stückchen. Das darf gern so sein. Das darf gern so sein. Gekauft. Und dasselbe machen wir jetzt von hier nach da. Nämlich nach da, genau. Darf gern so aussehen. Und dann kaufe ich das auch einmal. Ja, ich weiß, das sieht jetzt noch sehr eigenartig aus, aber jetzt nicht mehr. Und dementsprechend kann man da jetzt nachhelfen, indem wir das so machen. So machen. Da ist jetzt sicher ein Node zu viel drinnen. Der muss weg. Der muss weg. Genau. Jetzt können wir das machen. Das so machen. Gern noch ein bisschen so. Aber wir können jetzt nämlich sagen. Ja. Holen uns jetzt den hier. Ziehen den so. Hoppla. Machen das jetzt so. Und da ist auch noch ein Node zu viel drin. Das sieht man genau. Jetzt haben wir es. Können natürlich jetzt das hier nehmen und sagen, ja genau, das wollen wir so haben, das wollen wir so haben, das wollen wir so haben. Und das drehen wir auch noch. Genau. Dann passt das. Und hier schauen wir uns jetzt an, das nicht so besser aussieht, und das tut's auch. Und dann machen wir noch das hier. Und dann klappt das. Jetzt können wir da ohne weiteres das so machen. Der Node gefällt mir immer noch nicht so ganz, aber ich kann ihn nicht wegnehmen. Ich muss den drinnen lassen. Ja, ich muss den drinnen lassen, sonst sieht es ganz, ganz hässlich aus. Das können wir noch so drehen. Das können wir noch so drehen. Wenig so nachhelfen, da noch ein klein wenig so nachhelfen und
dann sieht das auch gut aus. Und dann können wir das auch auf jeden Fall so lassen. Gut, das haben wir so, aber das möchte ich dann tatsächlich doch lieber gern so haben. So. Und was sie da unten machen, ist uns im Moment noch egal. Na, eigentlich nicht, ne? Naja. Nein. Nein. Darüber. So. Und darüber. 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 So. Ja, ich glaube, ich muss das so machen und das so machen. So, dann haben wir das hier. Das bleibt auf jeden Fall so. Dann können wir hier noch sagen... Du drehst dich darüber, du drehst dich darüber und du drehst dich darüber und du nicht. Und so, genau. Also wenn es wahr ist, müsste das jetzt ja eigentlich klappen. So. Und der kriegt beide. Dann müsste das eigentlich passen. Ziemlich sicher sogar. So. Ganz genau sieht man es erst dann im scharfen Schuss, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dementsprechend, ja, wenn wir das so belassen. Okay. Dann hätten wir das Teil einmal hier. Mit den Spuren passt es auch. Das dreht sich darüber, das sind wir dreispurig, das passt. Die dürfen wechseln, die dürfen darüber. Die dürfen darauf. Das bleibt. Das hätten wir auch. Und dann haben wir hier. Hier haben wir noch folgendes Szenario. Genau. Das bleibt so. Das Teil könnte man eigentlich strecken. Dann wird es ganz komisch. Kurve. Dann ist es okay. Jetzt kommen hier zwei Spuren zusammen. Wobei das gar nicht notwendig ist, weil wir haben hier zwei Spuren. Ja, das passt. Das nehme ich gerne. Zwei Spuren. Zwei Spuren. Braucht man nicht. Es reicht eine. Node Controller öffnen, nach hinten ziehen, das so stellen. Was ist das da schon wieder? Kann man hier nicht auch sagen, Kurve? Danke. Ja. Ah, ich weiß schon warum. Weil die eben hier das Problem hat. Naja, warum aber eigentlich nicht, oder? Da müssen wir jetzt nämlich aufpassen, wie man die Fahrspuren richtig verbindet. Da dürfen sie sich schon einmal nicht mehr aussuchen. Ich würde sogar weiter nach hinten gehen, dass sie schon im Vorfeld wissen, wo sie hin müssen, wenn sie irgendwo anders hin müssen und nicht der Strecken, im Streckenverlauf bleiben. Dann machen wir Folgendes. Du gehst auf jeden Fall darüber. Du gehst auf jeden Fall darüber. Du darfst hier rüber gehen, hier rüber gehen, hier rüber gehen. Ja, so. Jetzt darfst du darüber gehen. Genau, du darfst darüber gehen.
so und so. Anders geht's leider nicht. Wir können nämlich nicht schon früher mit den beiden hier zusammen. Ja, wir könnten. Na, können wir nicht, weil das geht sich nicht aus. Aber mit Glück haben wir das jetzt soweit. Das passt auch. Hier teilt sich's auch schön. Können wir da vielleicht noch ein klein wenig. Ja, genau. Das schöner machen. So, da musste ich einen kurzen Cut machen. Meine Frau ist gerade nach Hause gekommen. Sie ist sehr krank. Ja, jetzt wird auch dementsprechend die Aufnahme nicht mehr allzu lange dauern, denn ich werde mich dann gleich mal um sie kümmern. Aber ich möchte diese Aufnahme noch ja, einem würdigen Ende fürs Erste zukommen lassen. Und dementsprechend möchte ich das Ganze noch anschauen. Was hatte ich denn noch vor? Ja, da hatten wir das mit den Fahrspurverbindern. Das erlaube ich Ihnen eh auch so. Das passt auch. Da kommen Sie darüber. Genau, da sind wir beim Industrieauffahrtspunkt. Da geht es rüber. Genau, da beginnt auch der Stau. Und dann ist das zumindest einmal erledigt. Das kann man durchaus so lassen. Da machen wir noch so. Und dann wäre ich eigentlich auch schon dafür, dass wir die Zeit jetzt mal ein bisschen laufen lassen. Und dann würde ich mir ganz gerne das hier noch anschauen. Und zwar, das machen wir mal auf und dann sagen wir von hier nach da. Perfekt. Das ist auch in Ordnung. Was haben wir hier? Da können wir eigentlich sagen, direkte Verbindung. Direkte Verbindung. Ja, das ist okay. Hier dreht es gerade völlig durch. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass die Fahrspuren da ein wenig, naja, verändert wurden. Das haben wir schon behoben. Wird das schon genutzt? Na, ich denke noch nicht, weil die noch irgendwie ein wenig, die haben sich überhaupt komplett festgefahren hier. Na, schauen wir mal. Lass mir mal ein bisschen Zeit. Ich denke, dass sich das früher oder später einpendeln wird. Dann schauen wir sich das noch ganz kurz an hier. Kann man hier nicht auch sagen, direkte Verbindung. Das passt, da können sie eh noch. Ja, das passt auch. Gut, und dann waren wir hier. Hier möchte ich auf jeden Fall das so machen. Da sagen wir ihnen auch gleich im Vorfeld schon. Überlegt euch, wo ihr hin wollt. Jetzt könnte man eigentlich. Ja, das so machen. Das können wir eigentlich so lassen. Das passt auch. Da drüben ist der Anschluss gegeben. Da könnte man fix noch ein wenig so weiterziehen. So weiterziehen und so weiterziehen. Und da teilt sich sowieso auf in die beiden Richtungen. Dementsprechend machen wir das noch so und so. Und dann kann sich das eigentlich auch sehen lassen. Da könnte man eventuell noch sagen, ja, wir wollen das so haben. Warum eigentlich nicht? So sieht es auch gut aus. Ja, gefällt mir sogar ein bisschen besser. Wie gesagt, kleiner Tipp mit gedrückter Alt-Taste, wenn dann diese Linie kommt, dann lässt sich da auch etwas leichter und feiner die Kurven noch modifizieren. Und hier werden wir auf jeden Fall auch noch schnell anlegen. Das ziehen wir auch gleich so, das ziehen wir auch gleich so, das sagen wir von da nach da. Und da geht es zu diesem Teil hier rüber. Dementsprechend werden wir hier sagen, direkte Verbindung. Dankeschön. Und hier werden wir noch sagen, wir gehen in diese Richtung. Da ist es so, das ist so, dann passt das und dann können Sie im Nachhinein sich noch entscheiden, wo Sie hinwollen. Und wenn ich das hier sehe, würde ich ja auch gern gleich mal sagen, direkte Verbindung. Und das haben wir eh schon selber
nachjustiert. Gut. Das läuft. Wie läuft es hier? Läuft es hier besser oder? Die wollen da rüber. Die wollen da rauf. Ah, ein paar nutzen es bereits. Ja, schau mal, ein paar nutzen es tatsächlich. Aber noch nicht so viele. Ja, das muss sich alles erst ein bisschen einpendeln. Wenn man sich's anschaut. Wenn man sich das anschaut, hoppla, so und so. Dann läuft's. Es muss sich halt eben alles erst auflösen. Ja. Das ist doch ein ordentlicher Rückstau, der jetzt gerade erst langsam sich auflöst. Gut, dass wir die Mod haben, dass die Einsatzfahrzeuge durchglitschen können. Ja, das gefällt mir auch recht gut. So, dann noch, ja, den Rest hat jetzt nicht oberste Priorität, denn tatsächlich die oberste Priorität hat jetzt meine kranke Frau und mein Sohn. Dementsprechend werde ich jetzt bald zum Ende kommen. Ich möchte hier noch ein klein wenig mit den Bäumen hier arbeiten und hier einen ordentlichen Wald erstellen. Dann werde ich aber hier noch alles Mögliche entfernen. Das gefällte Gedöns kann gerne liegen bleiben. Hier liegen noch so ein paar gefällte Bäume. Das darf gerne drinnen bleiben. Stört mich nicht. Hier werden wir auf jeden Fall noch ordentlich Baumbepflanzung durchführen. Man soll immer aufpassen, denn aus irgendeinem Grund funktioniert das noch nicht so gut mit der Mod, dass sie das nicht immer noch bauen. Ich zeig's dir, sie bauen immer noch hinein und das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Da muss ich halt einfach selber aufpassen, dass das Ganze nicht zu schlimm wird, sich da irgendwo hineinbaut. Mal schön großzügig hier überall Bäume. Wir hatten das ja schon einmal, also das war ja schon alles einmal ordentlicher Wald. Das Problem ist, dass dann nach diesem Update bzw. dieser neuen Baummod, und zwar dieser hier, dieser Baumanarchie, seit die Mod neu ist, hat sich alles ein wenig verändert. Leider auch so weit, dass es eben das Problem ist, dass trotz dass die Anarchie ausgeschalten ist, die Bäume sich einfach überall hinbauen und dementsprechend wirkt das dann halt einfach nicht mehr so gut. Da werden wir noch dazwischen ein bisschen ausschmücken, vor allem da bei den Bahngleisen, hier auch gerne so entlang der Autobahn hinter den großen Rohölspeichern. Ja, da muss man aufpassen, dass man da ja genau so. Gerne hier. Gerne hier. Na, das ist schon wieder zu viel. Kann man da noch ein bisschen? Ja, vielleicht, wenn wir das jetzt so machen. Und so machen. Dann können wir das genau so entlang der Autobahn noch ein bisschen und hier dazwischen auf jeden Fall noch definitiv noch so. Das passt, das gefällt mir. Da können wir noch ein bisschen entlang gehen. Da würde ich ganz gerne das so machen, da haben wir einen Wasserturm, den habe ich schon relativ am Anfang der Staffel platziert da drinnen. Passt, sieht gut aus. Hier noch, da noch. Da muss man noch ein bisschen, ja, das machen wir so genau. Dann gehen wir hier noch etwas entlang. Auch natürlich wieder aufpassen, dass wir nicht in die Straße hineinbauen. Dann hier noch ein bisschen. Hier noch ein bisschen. Und jetzt würde ich ganz gerne sogar mit einem noch kleineren Pinsel, so mit 13. Ja, genau. Das ist optimal.
Wie sieht das aus? Das sieht gar nicht gut aus. Jetzt hole ich mal kurz die Move-It-Mod, mache Bäume an. Ah, das ist das hier, das ist dieses, ja, genau. Mal ein bisschen nachjustieren hier. Dann kann sich das eigentlich hier sehen lassen. Und plötzlich ist dieser ganze Autobahnknoten, dieses Autobahndreieck, in ein schönes Waldstück getaucht. Das werden wir hier auch noch machen. Dann gehen wir da noch so runter. Gerne so. Jetzt gehen wir mit der Stärke zurück. Machen das so. Hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Das darf gern so sein. Und diese Fläche ist noch nicht bebaut. Die kriegen im Moment noch Bäume. Dann hat man hier halt schon einmal die Straßen gebaut. Wohlwissentlich, dass da noch was kommt. Aber im Moment sind die Grundstücke halt noch nicht verkauft worden. Und dementsprechend wurde da noch nicht drauf gebaut. So. Und ich denke, hoppla, dass ich mit ein bisschen Begrünung das jetzt hier eigentlich recht schön in Szene gesetzt habe. Das machen wir noch so und so. Das muss natürlich aussehen. Ja, genau so. Da möchte ich gerne ein bisschen so, dann noch gerne ein bisschen so. Und jetzt sieht dieser Autobahnverteiler gleich ein wenig besser aus. Ja, mit den Fahrspurverbindern gearbeitet, mit dem Node-Controller die Nodes geöffnet, geschlossen, entfernt. Natürlich auch mit der Network Multitool. Und dementsprechend läuft es jetzt ein wenig besser. Und das ist doch richtig schön, denn jetzt haben wir den Stau hier drinnen. In diesem Sinne. Es wird Zeit für einen Kreisverkehr. Wie das Ganze weitergeht, ob sich der Stau endlich mal auflöst, werden wir in einer der nächsten Folgen sehen. Denn in der nächsten Folge möchte ich mich ganz gern wieder um etwas anderes kümmern. Diese stand ganz im Zeichen der Autobahninfrastruktur. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Let's Play, Let's Design, City Skylines. Bleib gesund, Servus.